Londons Bürgermeister Boris Johnson steigt gerne mal aufs Rad. Das wirkt sportlich, modern und vor allem umweltbewusst. Muss er sich doch ansonsten den Vorwurf gefallen lassen, nicht genug für reine Luft in seiner Stadt zu tun. Der britischen Hauptstadt drohen bis zu 360 Millionen Euro Strafe von der EU, wenn man hier nicht bald besser durchatmen kann. Den Politikern, Medien und den Londonern selbst mangelt es schlicht noch an Problembewusstsein. Was vielleicht daran liegt, dass in den 50er Jahren der Smog sichtbar dick wie Erbsensuppe war, die Luftverschmutzung heute dagegen so gut wie unsichtbar ist. Dabei ist die Lage schon sehr viel besser geworden im Vergleich zu den 50ern, als der berüchtigte Londoner Nebel eben in Wahrheit Smog war und zu Tausenden von Todesfällen führte. Was die Bevölkerung zu mitunter unorthodoxen und modisch fragwürdigen Schutzmaßnahmen verleitete. Aber laut einer gerade veröffentlichten Studie sterben auch heute noch jährlich über 4000 Londoner aufgrund der dicken Luft eines früheren Todes. Dies ist natürlich davon abhängig, wie lange und wie stark man der Verschmutzung ausgesetzt ist. Für jemand, der ein paar Tage in London Urlaub macht, ist das kein Problem, aber wenn man in einer stark betroffenen Straße lebt, wird sich das schon bemerkbar machen. Dabei verfügt London schon über eine Innenstadtmaut, die die Leute vom Autofahren abhalten soll. Die Vergrößerung der gebührenpflichtigen Zone hat der Bürgermeister zunächst einmal auf Eis gelegt. Sollten die Messwerte demnächst nicht besser werden, wird er diese Entscheidung wohl noch einmal überdenken. Vor allem auch, weil in 2 Jahren in London die Olympischen Spiele stattfinden. Für Höchstleistungen brauchen Sportler bekanntlich ja genügend Sauerstoff.